Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind wir wieder bei der Erweckungsrun-Reihe. Das ist jetzt der dritte Part. Zwei werden noch kommen mit Jotum und einmal mit dem Drachen. Jetzt sind wir beim Razor-Run, das kann man unschwer erkennen. Und der ist natürlich ein bisschen schwerer als der normale Raser. Nochmal zu den Voraussetzungen. Level 110, dann kommt ihr auf das Plateau, um natürlich in den Erweckungsrun reinzukommen. Ihr braucht so ein Buch der Erweckung, das könnt ihr aus einer Questreihe bekommen, jeden Tag quasi. Und dann seid ihr drin. Aus den Mobs könnt ihr so Sachen wie Stoff, Amboss, feste Schnur, kleine Erweckungssteine habe ich auch schon bekommen, Stahl aus den Blutflammenfürste habe ich auch schon bekommen. Das sind so die Drops, die man jetzt hier so erhalten kann. Man sieht das jetzt so ein bisschen. Natürlich kann man jetzt auch hier optimal seine Drachensteinsplitter Plus machen oder halt auch seine normale Splitterquest. Das mache ich hier teils auch. Zu den Schwierigkeiten. Also equiptechnisch habe ich relativ viel Identisches drin. Das könnt ihr im letzten Video anschauen. Da habe ich es mal so ein bisschen gezeigt, was ich jetzt beim Nemere benutzt habe. Hier beim Rasador ist eigentlich nur ein anderer Talisman, das heißt einfach nur Feuertali rein und das Ganze auf Feuerwiderstand gelegt. Das heißt einfach ein Feuerhelm drin mit 15 Feuer noch und die Holzhalskette habe ich noch an. Und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, was ich jetzt als Zurat im Punktum Death anhabe. Natürlich die ganzen Ninjas, Krieger, die werden teils voll auf TP-Absorb gehen, abblocken sehr wichtig. Feuerwiderstand sehr wichtig und sonst ist es jetzt eigentlich nicht so viel Relevantes hier. Magiewiderstand ist auch noch so ein guter Punkt, den man hier einsetzen kann, weil an sich finde ich die Mobs eigentlich gar nicht mal so schwer. Da manchmal, wenn man jetzt so ein bisschen die Ohnmachtsphase kriegt, dann haut es einen schon um. Die Fürste finde ich eigentlich beim normalen Rasador, oder fand ich zumindest jetzt nicht mehr natürlich, fand ich früher schwer. Hier relativ einfach sogar. Eigentlich sind wie beim Nemere die Frostkristalle hier die Glutflammengeister. Das große, große Problem, weil man sieht es dann beim Stein der Maat. Also das finde ich so, ist mit einer der heftigsten Ebenen im Erweckungsrun oder im Erweckungsrasador, dass man da irre viel Damage kassiert. Weil halt auch die Menge an Glutflammengeister in der Steine-Mart-Ebene sehr, sehr hoch ist. Und teils, wenn man da kriegt man ja auch schon beim normalen manchmal diese Mega-Spawns. Und das ist dann schon recht krank, was da dann auf einen zukommt. Vor allem das Problem ist, wenn dann am Schluss nur noch Glutflammengeister da sind, dann kassiert man ordentlich viel Damage. Ansonsten funktioniert der Run natürlich gleich. Also ihr habt den Ignator, ihr habt den 100er Metin oder den, ja, ich nenne ihn immer 100er Metin. Ihr habt Steine Maat, ihr habt das Zahnrad und einfach zwei so Klopp-Ebenen. Das ist natürlich einfacher als beim Nemere. Da habt ihr weniger Ebenen, ihr braucht nicht die Chars. Das ist Standard Rasador. Da hat sich nichts anderes getan. Der Drop an sich vom Rasador-Boss, wenn man das gerade so anschneidet noch, sind halt vier Rasador-Kisten und meistens drei Truhen der Erweckung. Aber wir hatten halt auch schon drei Rasador-Kisten und drei Truhen der Erweckung. Also es ist alles soweit möglich. Einfaches Leder hatte ich zum Beispiel noch vergessen. Aber ihr seht ja, das kommt schon relativ gut raus. Wenn man noch ein bisschen Doppeltropper drin hat, dann ist das eigentlich ja ein guter Loot. Aber an sich sind die Items halt nicht viel wert. Wenn man jetzt so einen Stahl oder sowas rauskriegt, ist natürlich was anderes. Der kostet schon an die 50, 75 Mille. Teils auch ein One und es wird gekauft. Aber sonst hast du halt echt wenig, was jetzt hier von den Mobs an rausdroppt, was jetzt einen Wert hätte. Aber man geht natürlich immer gleich auf diese Glutflammengeister, weil die so irre viel Damage ziehen. Die machen mir teils, glaube ich, 1,3, 1,4k. Wenn man das jetzt mit einem Nemere vergleicht, ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Die Frostkristalle, die machen mir nämlich gute 2, 2,3k. Sogar also 1k mehr fast, muss man sagen. Und da hat man es hier schon ein bisschen einfacher. Aber ich finde, die Anzahl der Flammengeister ist irgendwie ein bisschen mehr als jetzt die Frostkristalle beim Nemere, gerade in der Steine-Maat-Ebene, und dann ziehen sie halt einen richtig runter, weil man da halt natürlich auf Masse geht und da kann man halt dann schlecht
ausweichen, wenn man es so sieht. Und deswegen, da werden wir jetzt gleich sehen, wir kommen jetzt nämlich in Steinemart-Ebene und dann geht es halt richtig zur Sache. Da geht jeder, da geht auch ein Vasu mal ein. Und auch jetzt der Ninja, der irgendwie sehr viel TP-Absorb hat und sehr viel Feuerdef abblocken und auch irgendwie dann noch pusht oder so, DG-Def oder sowas rein. Selbst der wird da bei der Menge eingehen. Ich weiß nicht, wie man die komplett zumindest mal in ein Maß tanken kann, das irgendwie sich bei 300 bewegt. Ihr seht es ja, wenn ich die Dinger jetzt hier nicht wegkloppen würde, das mache ich halt, ich greife nicht nur die Mobs an, weil sobald die Mobs tot sind, habe ich kein TP-Absorb mehr durch die Klinge und dann gehe ich halt an den Flammengeistern ein. Das sieht man jetzt hier. Jetzt sind die Mobs hin und ihr seht ja, wie meine TP einfach down geht. Und sobald ich keine Mobs mehr habe, geht sie halt komplett runter. Und das ist halt auch bei TP-Absorb so, wenn man zu viele von den Flammengeistern da hat, dann bringt einem 1000 TP-Absorb nichts an sich. Und umso mehr man hat oder umso länger man wartet, umso mehr Mobs man killt und die Flammengeister übrig lässt, umso schlimmer wird es dann für alle. Weil wenn einer down geht, geht auch der nächste down, weil es zu viele Flammengeister sind. Ja, ich bin zum Beispiel jetzt tot. Und die anderen, ja, Monkas ist auch gestorben in dem Moment. Und die anderen haben dann natürlich ein bisschen zu knabbern an den ganzen Flammengeistern. Und am Schluss, also wenn man jetzt am Schluss der Ebene mal schaut, da sieht man dann, wie extrem viele es plötzlich geworden sind. Deswegen mein Tipp an die Leute, die den Rasodor probieren möchten oder die ihn noch nicht geschafft haben oder erst kurz davor sind, guckt immer, dass es so ein die Waage haltet, also immer Flammengeister und dann Mobs auch direkt, so dass ihr halt immer so im Halb-Halb-Rhythmus seid. Sonst wird es echt ekelhaft, wenn dann nur noch Flammengeister am Schluss dastehen, dann ist man halt einfach hin, wenn man die nicht nach dem Pull oder vielleicht so mittelmäßig alle tötet. Weil man sieht jetzt schon, es sammelt sich alles gerade so ein bisschen an. Monkas ist gestorben, Liga ist gestorben und jetzt gehen sie halt alle auf mich. Und da habe ich dann auch als Vasu einfach wenig Chance. Da kann man dann, wenn dann, nur die ganzen Dinge abgeben. Aber ich sehe da, sobald ich dann stehen bleibe, ohne Mobs jetzt, dann geht es dann halt relativ schnell runter. Und das man sieht es, da hat man einfach keine Chance. Da wird selbst die Furcht hat da wenig zu sagen. Die reduziert den Schaden, aber das macht immer noch so viel. Und in der großen Masse da hat man schlichtweg halt wenig Chance. Aber an sich finde ich jetzt die Ebenen vom Rasodor chilliger als jetzt beim Nemere, muss ich sagen. Und der Boss ist, würde ich sogar sagen, Längen einfacher, weil man natürlich besser wegdenken kann. Ich ziehe meistens alle Mobs, weil ich einfach zu faul bin, den Rasodor da extra rauszupullen. Und die Mobs an sich machen jetzt, finde ich, wenig Schaden, weil das gibt es keine Flammengeister mehr und die killen mir dann halt einfach. Wenn, dann macht der Rasodor mal einen One-Hit oder sowas. Das kriege ich auch hin und wieder beim normalen Raser. Da kann man sich auch nicht dagegen tanken. Das ist einfach ein Crit. Vielleicht mit einem Onyx oder so, mit Crit-Widerstand oder sowas. Da kann man das irgendwie wegtanken. Aber ihr seht ja, er macht mir in dem Moment keinen Schaden und dann haut er mir plötzlich einfach so einen One-Hit rein, ohne dass ich ihn jetzt in der Viertelgrenze oder sowas bin. Ihr seht ja, der Schaden ist kaum vorhanden und dann macht er halt irgendwann, macht einen One-Hit rein und das ist dann halt schon manchmal ein Mysterium bei diesem Run, also nicht nur beim Erweckung, sondern halt auch beim normalen. Da weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es an der Halbgrenze, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir einfach mal teils einen One-Hit gedrückt. Sonst natürlich, wenn man die Viertelgrenze erreicht, dann kann es einen One-Hit geben, aber im Normalfall, manchmal kriege ich einen, manchmal nicht. Aber man sieht, ich komme jetzt eigentlich bis zum halben Leben ungefähr und ich habe jetzt, glaube ich, 60 Feuerdef oder so drin. Jetzt hat er mir mal einen One-Hit gedrückt, das war jetzt halt ein Crit. Aber wenn man den weiteren Verlauf sieht, dann braucht man jetzt nicht so arg viel Def für den. Also ich gehe dann auch am Schluss eigentlich eher meistens komplett auf Damage, weil man kann sich, oder ich zumindest, kann mich an den Mobs einfach hochhealen und dann ist fertig. Ob man den Run alleine schafft, ich denke mal, man braucht da dafür so 20k, wird man schon brauchen. Wir sind jetzt hier zu dritt. Monkas wird wahrscheinlich auch so
um die 5, ja, so 10 bis 12k vielleicht aufdrücken und biegt vielleicht nochmal so 5k oder so. Dann, also mit 25k muss man jetzt hier schon rechnen, denke ich. Und dann müsste man ihn vielleicht sogar schaffen, aber vielleicht hat ja von euch da jemand schon irgendwie Erfahrungswerte, die er mal in die Kommis einfach reinschreiben kann, wie viel K oder ja, wie viel Damage braucht man einfach, um den Solo hinzukriegen. Da hat er uns noch einen Streich gespielt, er war fast tot und dann hat er doch wieder Leben gefasst. Das ist halt immer ärgerlich, aber er kriegt halt einen einfach nicht runter. Deswegen finde ich den jetzt einfacher als den Nemere. Finde ich zumindest. Genau, droppen tut er die Truhen, wie schon erwähnt, und natürlich ein bisschen so Kleinstuff, Entwürfe, Upstuff, Herstellungsmaterial. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Am Schluss haben wir natürlich noch die Truhen aufgemacht, die wir bekommen haben. Wir teilen immer, wenn was Großes dann rauskommt, teilen wir die Beute einfach. Also einer verkauft es und ja, weil sonst kommt man halt echt nicht hin. Aber so gutes Zeugs kam in diesem Fall nicht raus, aus Erweckungstruhe nur Stoff. Ja, mehr gibt es dazu zu dem Run nicht zu sagen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Erweckungsvideo wieder. Bis denne. Tschüss.